Der Doppelpass ist wieder in aller Munde. Neu angefacht wurde die Diskussion über eine doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler jetzt mit einem Brief nach Wien. Treibende Kraft ist diesmal der Südtiroler Schützenbund. Ein italienischer und ein österreichischer Pass in der Tasche. Davon träumt der Landeskommandant der Schützen. Darum haben die Schützen einen Brief an den österreichischen Außen- und Innenminister geschrieben, nachdem sich der Nationalrat in Wien neuerlich für den Doppelpass ausgesprochen hat. Die österreichische Übergangsregierung hat aber klar gesagt, dass sie keine politischen Entscheidungen trifft. Ich persönlich bin ein sehr positiv denkender Mensch und ich denke, wir haben das nicht umsonst gemacht. Und ich glaube auch, die Umfrage in der letzten Woche hat ja ganz klar gezeigt, dass 40% der Südtiroler sehr interessiert sind am Doppelpass. Und ich glaube, auch das ist Druck. Und zudem noch mit diesen 50 Unterschriften, was wir nach Wien gesendet haben, glaube ich, dass es schon auch diese Übergangsregierung sicherlich diese Entscheidung treffen könnte. Die tut keinem weh und nimmt keinem etwas. Und für die anderen ist das ein Herz. Den Brief mit der Bitte um Aufklärung über die weitere Vorgangsweise in Sachen Doppelpass haben 20 Landtagsabgeordnete sowie 30 Vertreter aus der Wirtschaft, den Gewerkschaften und der Kirche unterschrieben. Diese Namen werde ich Ihnen nicht nennen. Ich glaube, Sie haben jetzt die Namen mittlerweile alle mitbekommen von den Landtagsabgeordneten. Aber es war ja auch nie unser Ziel, dass dieser Brief an die Medien gelangt. Im Endeffekt ist es so geschehen. Aber die anderen Namen behalten wir uns im Hintergrund. Tatsächlich hat die Tiroler Tageszeitung davon Wind bekommen und die heutige Ausgabe damit aufgemacht. Neben Südtiroler Freiheit, Freiheitlichen und Team Kölnsberger haben auch 11 von 15 Landtagsabgeordneten der SVP die Petition unterschrieben, allen voran der Obmann. Für die Südtiroler Volkspartei, auch im Unterschied zu anderen Unterstützern dieser Initiative, ist die Doppelstaatsbürgerschaft etwas Europäisches, Verbindendes und niemals Trennendes. Und nur wenn es so umgesetzt wird, sind wir auch dafür. Landesrat Schuler hat hingegen nicht unterschrieben. Weil, so wie ich schon ein anderes Mal gesagt habe, ich kein Schönwetterösterreicher sein will. Das heißt, wenn es um die positiven Dinge geht, dann geht es gut. Also wenn es ums Wahlrecht geht, auch um die Gleichstellung in Bezug auf Arbeitsstellen. Aber dann, wenn es um das Negative geht, wie den Militärdienst, dann wollen wir das nicht haben. Die Tiroler Tageszeitung berichtet indes von einem Machtkampf innerhalb der SVP und schreibt, dass Landeshauptmann Kompatscher nicht als Mitunterzeichner aufscheint, spricht Bände. In der heutigen Pressekonferenz darauf angesprochen, sagt dieser: Der Landeshauptmann schickt nicht irgendwelche Briefchen nach Wien und noch dazu unabgesprochenerweise, sondern ich treffe mich mit dem Bundeskanzler, mit dem Außenminister, mit dem Bundespräsidenten, gegebenenfalls auch gemeinsam dann mit den Parteienvertretern. Zuallererst müssten solche Fragen zwischen Wien, Bozen und Rom abgesprochen werden. Die Schützen haben hingegen ihr Ziel erreicht. Der Doppelpass ist wieder in aller Munde. Und der Brief ist übrigens bereits Mitte Oktober im österreichischen Außenministerium angekommen. Die Position der Bundesregierung hat sich laut einem Sprecher des Außenministeriums in dieser Frage nicht geändert. Eine Umsetzung der Doppelstaatsbürgerschaft kann nur in enger Abstimmung mit Bozen und im Dialog mit Rom erfolgen.